Seid gegrüßt, Abenteurer! Wir stellen euch in diesem Testvideo die neuen Soundcore Live Q30 Over-Ear Wireless Headphones vor. Mit knappen 80 Euro gehören die Kopfhörer zur unteren Mittelklasse. Was die Hi-Res Audio Kopfhörer leisten können und ob uns das überzeugt, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Wenn dir der Content gefällt, dann abonnier kostenlos unseren Testventure-Kanal, Glocke aktivieren und gerne am Ende Feedback in die Kommentare posten. Soundcore bringt mit den Live Q30 einen neuen, günstigen und mit Active Noise Cancelling ausgestatteten Wireless-Kopfhörer auf den Markt. Wir haben die Kopfhörer im Detail getestet und schildern dir in diesem Testvideo unsere Eindrücke. Die Kurzfassung. Die Live Q30 haben einen guten Klang, der durch den Equalizer in der eigenen Soundcore App noch deutlich verbessert werden kann. Das Active Noise Cancelling funktioniert wunderbar, ebenso die Akkulaufzeit besticht mit um die 40 Stunden. Es sind einige Features dabei wie ein Transparenzmodus, ein Sleep-Modus oder Fast Charging. Das gelungene Rundumpaket nehmen wir jetzt genauer unter die Lupe. Im Lieferumfang befinden sich die Live Q30 Wireless Kopfhörer, ein USB-C Ladekabel, ein 3,5 mm Mini-Klinkenkabel, die Transporttasche und die von uns so geliebten Beipackzettel. Das Design ist ja bekanntermaßen Geschmackssache, aber was wir dir mitgeben können ist folgendes. Die Soundcore Live Q30 sind in der Farbe schwarz erhältlich und bestehen hauptsächlich aus Kunststoff. Verbaut wurden 40 mm Treiber, die für den richtigen Sound sorgen. An beiden Ohrmuscheln ist das Soundcore-Logo eingearbeitet. Der Wireless-Kopfhörer ist stabil gebaut und lässt sich in der Größe verstellen. Von der Verarbeitung her ist der Live Q30 aber kein High-End-Gerät. Sicherlich ist da noch Luft nach oben, aber für 80 Euro geht das auf jeden Fall noch in Ordnung. Stundenlanges Musikhören ist mit dem Tragekomfort absolut kein Problem. Die Ohrmuscheln sind angenehm weich und gehen verhältnismäßig schnell in den Ausgangszustand zurück. Wie lange die Lebensdauer der Ohrmuscheln ist, können wir derzeit noch nicht sagen. An der linken Ohrmuschel ist der USB-C Ladeanschluss, der An- und Ausschalter und die Steuerung für das Active Noise Cancelling. Zudem wurde eine kleine LED verbaut, die rot aufleuchtet, sobald der Akku sich dem Ende neigt. Auf der rechten Seite befindet sich der Anschluss für die Mini-Klinke. Es ist eine Start-Stopp- und Lauter-Leise-Taste vorhanden. Zudem kann der Transparenzmodus über eine einsekündige Touch-Berührung an der rechten Ohrmuschel aktiviert und deaktiviert werden. Bei den Live Q30 wurden zwei Mikrofone verbaut. Unsere Erfahrungen beim Telefonieren sind gespalten. Die vorhandene Noise Reduction beim Telefonieren klingt leider nicht so optimal. Beispielsweise stand ich an einem Bahnhof und telefonierte mit einem Freund. Der war allerdings nicht so begeistert von der Qualität, denn ich war des Öfteren abgehackt und meine Stimme klang sehr verzerrt. An ruhigen Orten ist die Stimme deutlich besser zu verstehen und geht bei dem Preis in Ordnung. Kommen wir zu den drei großen Features bei den Soundcore Live Q30. Zum ersten das Active Noise Cancelling. Meine Erwartungen bei einem 80 Euro teuren Wireless Kopfhörer waren nicht allzu hoch angesetzt. Ich wurde positiv überrascht, denn das ANC funktioniert richtig gut. Wie schon erwähnt, das Beispiel mit dem Bahnhof. Sobald das ANC aktiviert ist, wird man wunderbar von der Außenwelt abgeschottet und die Musik, das Hörspiel oder der Netflix-Film kann in Ruhe genossen werden. Es gibt drei verschiedene Modi: Indoor, Outdoor und den Transportmodus. Mir persönlich sind die Unterschiede zu gering, hier hätte ich mir lieber gewünscht, dass das ANC in sich in der Stärke gesteuert werden kann. Für den schnellen Zugriff wurde an der rechten Ohrmuschel ein Touchfeld für den Transparenzmodus verbaut. Zweitens gibt es eine riesen Auswahl an Equalizer-Einstellungen in der Soundcore-App. Die eigenen Vorlieben können natürlich auch manuell eingestellt werden. Optisch wird der Frequenzgang grafisch dargestellt. Hier bleiben keine Wünsche offen. Drittens gibt es noch einen lustigen Schlafmodus in der Soundcore-App. Dieser beinhaltet die verschiedensten Töne von Regen, Wind, Vögeln über Bahnhof, Zuggeräuschen oder Wassertropfen ist alles dabei. Die Töne sind in der Lautstärke verstellbar und können miteinander gemischt werden. Diese sollen euch beruhigen und beim Einschlafen helfen. Ob das in der Praxis funktioniert, lassen wir mal offen. Aber für den einen oder anderen da draußen ist das sicherlich ein nettes Gimmick. Zum Schluss kommen wir wie immer zu unserem Eindruck der Audioqualität. Wie anfangs schon erwähnt, hat der Live Q30 Wireless Kopfhörer einen guten Gesamtklang.
Im Vergleich zu einem Sennheiser-Kopfhörer, der im Frequenzgang immer sehr echt und neutral ist, bietet Soundcore wie auch Bose beispielsweise eher das in den tiefen Mitten- und Bassbereich warme und gefärbte Sounderlebnis. Mir persönlich gefällt das besser, aber das ist bei jedem grundlegend anders. Der Reihe nach. Der Bassbereich ist stark und ausgeprägt im normalen EQ-Setup. Meiner Meinung nach etwas überpräsent, aber gut klingt. Den Mitten- und hohen Frequenzen fehlen dadurch im Umkehrschluss etwas der Raum. Ich habe alle EQ-Presets durchgehört und habe ein für mich passendes gefunden. Das eben erklärte wird egalisiert durch das Akustik-Preset. Hier werden die Mitten- und hohen Frequenzen leicht angehoben und können sich so im Verhältnis zu dem Bass deutlich besser absetzen. Der Kopfhörer gewinnt dadurch extrem. Der gute und bassstarke Grundklang bekommt durch das Feintuning im Equalizer nochmal den optimalen Schliff. Für 80 Euro für mich eine 1- in Schulnoten. Unser Testfazit sieht folgendermaßen aus. Wir sind zufrieden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei der Qualität sind die 80 Euro bestens angelegt. Auf der positiven Seite als allererstes die Soundqualität, das Active Noise Cancelling, eine Top-Akkulaufzeit und ein angenehmer Tragekomfort. Alles Dinge, die einen Kopfhörer zu einem guten Wegbegleiter machen. Dem steht ehrlich gesagt wenig entgegen. Die Verarbeitungsqualität hätte etwas besser sein können. Die Hochglanzoberflächen werden schnell durch fettige Fingerabdrücke dreckig. Was soll ich mir noch aus den Fingern saugen? Die Wireless-Kopfhörer von Soundcore sind preis-leistungstechnisch einfach sehr gut. Sicherlich ist hier und da Luft nach oben, aber dafür muss dann auch deutlich tiefer ins Portemonnaie gegriffen werden. Overall bekommen die Anker Soundcore Live Q30 sehr gute 4,3 von 5 möglichen Sternen. Dir hat das Video gefallen und du möchtest Teil der Abenteurer-Community sein? Dann schließ dich kostenlos durch ein Abo an. Wir freuen uns auf dich. Like das Video und schreib uns dein Feedback in die Kommentare. Vielen Dank für deine Unterstützung und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Deine Test Venture Crew.